In dem heutigen Video spreche ich über Top Haarstyling-Produkte für die Übergangsphase. Vor kurzem habe ich ein Video gemacht und habe über die Top-Produkte für die Übergangsphase gesprochen. Und ein Punkt dabei waren auch gute Haarstyling-Produkte. Und ihr wollt jetzt nochmal ganz genau wissen, welche Haarstyling-Produkte ich eigentlich in meiner Übergangsphase verwendet habe. Und genau über die spreche ich heute in diesem Video. Und ganz zu Anfang habe ich halt meine Haare ganz normal gestylt, ja, mit meinem ganz normalen Haarwachs, was ich damals verwendet habe. Und erst als meine Haare halt etwas länger geworden sind, bin ich umgestiegen auf ein anderes Produkt. Und genau da möchte ich jetzt auch einsteigen. Das erste Produkt, was ich dann damals verwendet habe, als meine Haare länger geworden sind, war ein Haarclay. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Haarclay ist, kann ich das an dieser Stelle noch mal ganz kurz erwähnen. Ein Haarclay ist ein Tonerde bzw. ein lehmbasiertes Stylingprodukt. Denn Clay bedeutet übersetzt, das ist das englische Wort Clay, bedeutet auf Deutsch Lehm oder Tonerde. Es gibt da verschiedene Varianten, zum Beispiel leichte Clays, die funktionieren eher wie so eine Haarwachs oder eher wie eine Haarpaste. Dann gibt es aber zum Beispiel auch Heavy Hold Clays, die funktionieren zum Beispiel eher wie eine Pomade, wie so eine richtig starke Pomade. Die sind halt auch von der Konsistenz her wesentlich härter. Wenn du zum Beispiel so einen Heavy Hold Clay aus der Tube rausholst, dann lässt sich das sehr schwer verreiben. Man muss wirklich gut das Produkt in den Händen verreiben, um das Produkt einfach erstmal aufweichen zu können. Und solche Heavy Hold Clays haben einfach auch ein bisschen mehr Power. Ja, vielleicht nicht so ein bisschen mehr Power, sondern richtig gut Power. Und diese Power habe ich halt auch gebraucht in dieser Phase, wo meine Haare länger geworden sind, um meine Haare einfach zu bändigen. Und gerade als die Haare an den Seiten hier länger geworden sind, da musste ich halt irgendein Produkt haben, wo ich meine Seiten halt mit bändigen konnte. Und das hat mit einem Heavy Hold Clay ganz gut geklappt. Und für alle Leute, die gerade zuschauen, nochmal ganz wichtig zu wissen, alle Produkte, die ich hier vorstelle, sind Produkte, die mir persönlich bei meinem Haartyp, bei meiner Haarstruktur, meinem Zustand der Haare geholfen haben. Das heißt nicht, dass diese Produkte jetzt auch unbedingt für dich gut sind. Wenn du zum Beispiel sehr feine und sehr dünne Haare hast, dann würde ich dir an dieser Stelle zum Beispiel keinen Heavy Hold Clay verwenden oder empfehlen, ganz im Gegenteil. Dann würde ich halt eher ein etwas leichteres Produkt verwenden. Das solltest du an dieser Stelle auf jeden Fall noch im Hinterkopf haben. Kommen wir jetzt zum nächsten Produkt. Umso länger meine Haare halt geworden sind, umso leichter wurde halt schlussendlich auch das Produkt. Und das nächste Produkt, was ich dann verwendet habe, war eine Haarpaste. Um ganz genau zu sein, war es das Goldwell Roughman 4, eine matte Cremepaste, die eigentlich hier, was hier hinten drauf steht, einen hohen Halt hat, also einen Halt 4 von 5. Es hat halt einen guten Halt, keinen hohen Halt. Aber diesen Halt habe ich gebraucht. Also es hat den nötigen Halt gehabt, um meine Haare halt zu bändigen, als sie halt etwas länger waren. Ich habe das Produkt verwendet, als meine Haare, ja, als ich fast schon Man-Bun machen konnte, aber auch davor. Und als ich so ein Mini-Man-Bun machen konnte, habe ich es halt verwendet, um meine Seiten und meine Haare hinten einfach so ein bisschen mehr Stärke bzw. ein bisschen mehr Halt in die Haare reinzubekommen. Habt ihr auch nicht ganz so viel von verwendet, immer nur ein bisschen. Die Paste lässt sich nämlich auch gut verreiben in den Händen. Von daher hat das mit dem Produkt dann irgendwann sehr gut geklappt. Und übrigens, das Produkt riecht auch sehr frisch, hat einen zitrischen Duft, gefällt mir sehr gut. Und das hat in der Phase, wo meine Haare halt länger und länger geworden sind und ich so ein Mini-Man beim machen konnte, mir echt geholfen. Wenn du jetzt zum Beispiel sehr feine Haare hast, ja, dann kannst du natürlich auch eine sehr leichte Paste verwenden. Vielleicht nicht so eine Paste wie diese hier, sondern vielleicht eine Paste, die einen etwas leichteren Halt hat oder vielleicht auch ein Haarschaum wäre auch eine gute Alternative zu einer Paste. Als meine Haare dann schlussendlich lang genug waren und ich mir wirklich einen stabilen, guten Man-Bun machen konnte, bin ich umgestiegen auf die Hair Defining Cream. Die Hair Defining Cream ist jetzt auch das leichteste Produkt hier in dieser Phase, denn wenn deine Haare lang sind, ja, dann ist das Ziel ja eigentlich so wenig wie möglich Haarstyling-Produkt zu verwenden und so viel wie nötig. Und da habe ich mit der Hair Defining Cream einfach das perfekte Produkt für mich gefunden, gerade für meine Haarstruktur, denn ich habe sehr trockene Haare und sehr voluminöse Haare und sehr widerspenstige Haare und die Hair Defining Cream definiert meine Haare halt so, dass ich genau diese Frisur jetzt so tragen kann, wie ich sie aktuell trage. Würde ich die Hair Defining Cream nicht verwenden, dann könnte ich den Man-Bun gar nicht so tragen, wie ich ihn jetzt trage, weil dann würde es einfach nicht gut aussehen. Und das Gute an der Hair Defining Cream ist, dass es nicht nur ein Produkt ist, was deine Haare stylt, sondern auch gleichzeitig pflegt, weil unter anderem auch Arganöl hier drin ist. Und dieser ganz leichte, minimale Halt der Hair Defining Cream ist für mich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt einfach perfekt. Ich meine, das schlussendliche Ziel ist ja auch, wenn du deine Haare lang wachsen lässt, dass du irgendwann halt gar kein Haarstyling-Produkt mehr verwenden musst, beziehungsweise nur noch ganz, ganz, ganz wenig. Und das ist jetzt nicht mehr der Haarlänge geschuldet, dass ich das Produkt halt noch tagtäglich verwende, sondern das ist jetzt schlussendlich halt auch meiner Haarstruktur, meinem Haartypen geschuldet, weil ich halt sehr krauses und sehr trockenes Haar habe. Wenn du jetzt zum Beispiel sehr glatte und sehr gerade Haare hast, dann kannst du dieses Produkt später auch noch ganz gut verwenden, wenn du zum Beispiel einen sehr ordentlichen Man-Bun machen möchtest und das Ganze wirklich sehr ordentlich und picobello aussehen soll, dann ist dieses Produkt auch für dich ganz gut. Kommen wir jetzt noch zu zwei Produkten,
Produkten, die ich in diesem Video nicht unerwähnen lassen möchte, und zwar zu Haarspray. Haarspray habe ich immer mal wieder verwendet, ja, gerade in der Anfangsphase, wo einfach die Haare sehr, sehr schwierig zu bändigen waren und wo ich meine Haare einfach noch so ein bisschen fixieren musste. Auch in Kombination mit dem Clay habe ich immer mal wieder Haarspray verwendet oder auch in Kombination mit der Haarpaste. Das brauchte ich einfach, um einfach meine Haare zu fixieren. Ich habe dann sogar teilweise Haarspray in Kombination mit einer Zahnbürste verwendet. Ich habe die Zahnbürste einfach mit Haarspray eingesprüht, um dann meine Haare einfach so ein bisschen mit der eingesprühten Zahnbürste so ein bisschen zu fixieren. Das war damals optimal, hat super funktioniert, funktioniert auch heute noch gut. Mittlerweile gibt es aber ein Produkt auf dem Markt, das nennt sich Bye Bye Baby Hair und ist genau das Produkt, was dieses Problem löst, wenn du zum Beispiel fliegende Haare irgendwie hast. Denn das ist so eine kleine Bürste und mit dieser Bürste kannst du halt schön deine Haare halt zur Seite wegstriegeln. Dieses Produkt gab es damals noch nicht, als ich mir meine Haare lang wachsen lassen. Deshalb habe ich die Kombination mit der Zahnbürste und mit dem Haarspray verwendet. Aber das Produkt ist jetzt aktuell auf dem Markt, ist ein super Problemlöser und das möchte ich halt nicht unerwähnt lassen, weil dir das definitiv auch in der Phase weiterhelfen wird. So Leute, ich fasse das Ganze nochmal kurz zusammen. Ich habe am Anfang ganz normal mein damaliges Haarstyling-Produkt verwendet, das war ein Haarwachs. Dann bin ich irgendwann umgestiegen auf ein Haarclay und vom Haarclay bin ich dann umgestiegen auf eine Haarpaste und von der Haarpaste dann umgestiegen auf die Hair Defining Cream. Ergänzend dazu habe ich dann halt noch Haarspray verwendet, beziehungsweise Bye Bye Baby Hair, das Produkt, um meine Babyhaare dementsprechend passend zu bändigen. Also Leute, wie man sehen kann, sind die Produkte immer leichter und leichter geworden, umso länger meine Haare geworden sind. Und bitte denk nochmal dran an dieser Stelle, wenn du zum Beispiel einen komplett anderen Haartypen hast und eine andere Haarstruktur hast als ich, dann müsstest du eventuellerweise auf Alternativen zurückgreifen, denn das sind die Produkte, die tatsächlich für mich und meine Haarstruktur gut funktioniert haben und es kann unter Umständen sein, dass es bei dir, wenn du andere Haare hast, anders ist. Falls du persönlich gerade in der Übergangsphase bist und ein Produkt gefunden hast, was für dich mega funktioniert, dann schreib es gerne unten in die Kommentare rein, denn ich bin mir sicher, dass der ein oder andere aus der Community davon dann auch profitieren kann. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video heute ein bisschen weiterhelfen. Wünsche euch viel Erfolg in der Übergangsphase. Ihr packt das. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.